Hallo und herzlich willkommen zu Rund ums Training. Mein Name ist Felix und im heutigen Video geht es um das Thema Audit. Aus gegebenem Anlass, weil wir uns selber das Unternehmen bald zertifizieren lassen möchten, möchten wir euch einfach mal kurz die Begrifflichkeiten und das Ganze mal kurz oberflächlich anreißen. Zunächst beginnen wir mit der Definition. Die Definition, was ist ein Audit bzw. wofür benutzt man ein Audit? Ein Audit ist eine Art Befragung durch einen externen Mitarbeiter oder externen Arbeiter, der das Ganze dann eben durchführt. Und zwar, man nutzt das Audit, um Schwachstellen im eigenen Betrieb aufzudecken oder in eigenen Prozessen. Ein Prozess kann zum Beispiel sein das Einkaufen von Werkzeugen oder das Einkaufen von Rohmaterial, was ihr dann bei euch im Betrieb verarbeitet, um das fertige Produkt zu erhalten. Wenn es hier Schwachstellen gibt, wenn zum Beispiel ständig das falsche Werkzeug gekauft wird oder ständig das falsche Material, dann hat der Prozess Schwachstellen. Und um diese Schwachstelle aufzudecken, nimmt man dann einfach so ein Audit, dass man das schwarz auf weiß hat, dass man dann auch mit den verschiedenen Qualitätsmanagement-Werkzeugen rangehen kann und systematisch die Lösung finden kann. Dann kann auch so ein Audit dazu dienen, die Mannschaft oder die Mitarbeiter dazu anregen, einfach selber besser zu werden. Dann kann man natürlich auch gucken, es gibt anhand eines Qualitätsmanagement-Handbuchs gibt es verschiedene Maßnahmen, die der Qualitätsmanagement-Beauftragte, also der QMB, einführt, die einfach zu überwachen. Werden die Maßnahmen durchgeführt? Werden diese Arbeitsanweisungen umgesetzt? Um einfach mal ein bisschen zu kontrollieren, kann man schon fast sagen. Dann das Ziel des Audits ist eigentlich, Voraussetzungen zu schaffen für gesetzliche Auflagen und vertragliche Vereinbarungen. Weil meistens ist es so, wenn ihr einen größeren Lieferanten habt, zum Beispiel einen der namenhaften Automobilhersteller, dann möchten die natürlich vertraglich zugesichert haben, dass ihr das auch könnt. Das heißt, dass ihr diese Qualitätstools habt und dass euer Betrieb so strukturiert und systematisiert arbeitet, dass einfach wenig Fehler möglich sind. Soviel mal zur Definition. Dann zweitens, gerade habe ich schon angesprochen, wann wird ein Audit durchgeführt? Ein Audit wird meistens dann durchgeführt, wenn man dort überwachen möchte. Das heißt zum Beispiel zum einen, es gibt ein sogenanntes Überwachungsaudit, das heißt, ihr habt das Zertifikat schon und in gewissen zeitlichen Abständen kommt der Auditor wieder und überprüft, passt alles immer noch, handelt die Firma immer noch normkonform. Oder zum Beispiel um ein Verfahren, gerade eben wie besprochen, der Prozess des Einkaufen von Werkzeug nochmal zu überprüfen, passt es jetzt? Letztes Mal war es noch nicht so ganz und jetzt ist es dann heute besser geworden. Das sind dann die Bereiche, wann man ein Audit durchführt. Welche Auditarten gibt es denn? Im Groben und Ganzen gibt es die Auditarten internes Audit und externes Audit. Intern ist im Prinzip alles, was in der Firma passiert und extern ist im Prinzip alles, was außerhalb passiert. Da kann man dann noch unterscheiden zwischen dem First, Second und Third Party Audit. Im First Part Audit, da ist es im Prinzip, dass dann im Unternehmen drin selber überprüft wird die Prozesse, also macht der QMB. Das Second Part Audit ist im Prinzip so, da kommt ein externer Mitarbeiter und der QMB aus der eigenen Firma, die gehen dann zu zweit hin und gucken sich die ganze Firma an. Und im Third Party Audit ist dann so, dass dann nur Externe kommen und im Prinzip als Außenstehende die ganze Firma anschauen, die Normen natürlich dabei haben, die Prozesse dann daneben legen und sagen, okay, ist der Prozess normkonform oder passt das soweit? Das machen die dann im Prinzip. Und zu guter Letzt, was ist eine Zertifizierung? Eine Zertifizierung ist eigentlich das, wie früher bei den Bundesjugendspielen, was eigentlich jeder erreichen möchte. Jeder möchte am Schluss diese Urkunde haben, dass er wirklich entsprechend der Norm seinen Betrieb so aufgestellt hat und dass die Prozesse so abgebildet sind. Abgebildet heißt natürlich so beschrieben, in Textform oder auch in Bildern oder auch per Video, dass man wirklich das dann so nachvollziehen kann, dass es normkonform ist. Und am Ende dieser ganzen Geschichte möchte man natürlich dieses Zertifikat haben oder diese Urkunde. Man kann sich nach verschiedenen Normen zertifizieren lassen, einmal die DIN ISO 9001 oder die 14001 oder natürlich dann in der Automobilbranche sehr bekannt, die IATF 16949. Das sind dann alles so Normen, die natürlich immer höhere Anforderungen an den Betrieb haben, sei es im Bereich Umwelt wie die 14001, um einfach sicherzustellen, dass der Betrieb einfach ein gewisses Niveau hat und das auch halten kann. Das dient auch kontinuierlicher Verbesserung. Das sind aber solche Maßstäbe, die es im Qualitätsmanagementwesen gibt. Ich hoffe, das Video hat euch mal ganz kurz die Begrifflichkeit erläutern können.
Wenn Fragen sind, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und wenn euch das Video natürlich gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.